Dieses iPhone XR habe ich geschenkt bekommen, das Gerät ist jedoch komplett zerstört und zeigt nichts mehr an. Da versuchen wir, ob wir das wieder repariert bekommen. Aus der Nähe betrachtet sehen wir, die Rückseite ist komplett zersplittert und muss getauscht werden. Genauso wie das Display auch komplett gebrochen ist. Wenn ich das Gerät versuche einzuschalten, manchmal sieht man noch ein bisschen eine hellere Farbe am Display, aber nichts, was man wirklich erkennen kann. Das heißt, zunächst, bevor wir jetzt die Rückseite und das Display tauschen, müssen wir erstmal schauen, ob das Gerät überhaupt funktionsfähig ist. Dazu öffnet man das Gerät erstmal. Auf der Unterseite des Geräts müssen wir dazu zwei Schrauben nur lösen. Und dann kann das Display schon vom Rahmen abgetrennt werden. Dieses ist nur außen verklebt. Und sobald der Kleber einmal nachgegeben hat, sollte das Display ganz einfach rausgehen. Und dann sind wir hier schon im Inneren des Geräts. Da sehen wir hier einmal den Akku mit dem Apple-Logo. Im oberen Bereich haben wir hier die Frontkamera und Sensorik links und rechts davon für die Face ID. Und hier unter diesen Blechabdeckungen verbirgt sich die Hauptplatine. Was wir jetzt jedoch zunächst machen müssen, ist erstmal provisorisch ein anderes Display anzuschließen, um damit testen zu können, ob das Gerät überhaupt funktioniert. Dazu müssen hier mehrere Schrauben über den Sicherungsblechen gelöst werden, damit ich dann anschließend die ganzen Kabel vom Display abstecken kann. So, die Kabel sind dann abgesteckt, dann kann ich das alte Display erstmal zur Seite legen. Um nun das Ganze testen zu können, stecke ich einfach mein neues Display ohne die anderen Bauteile an. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Gerät einschalten. Unser Gerät muss kurz noch aufgeladen werden, der Akku scheint leer zu sein. Zwischenzeitlich zeige ich euch nur mal die neue Hülle. Und zwar sollte das Ganze funktionieren, dann müssen wir hier eine neue Rückseite mit Metallrahmen verbauen und das komplette Innenleben von dem alten Rahmen in den neuen übernehmen. Ob das jedoch klappt, das sehen wir, nachdem das Gerät aufgeladen ist. So, ich habe das Gerät jetzt ein bisschen aufgeladen und wie wir sehen, wir haben wieder Anzeige. Das Gerät sagt jedoch, dass es nicht verfügbar ist, beziehungsweise erst in 3 Stunden kann man erneut versuchen, den Sperrcode einzugeben. Warum ist das so? Das passiert normalerweise, wenn der Sperrcode mehrfach hintereinander falsch eingegeben worden ist. Das kann entweder sein, während das Display aus war, dass man aus Versehen Toucheingaben noch machen konnte und eben so das Passwort falsch eingegeben hat. Oder ich habe es auch schon mehrfach in der Vergangenheit gehabt, dass die Geräte sogenanntes Ghost Touching haben. Das heißt, dass so ein gebrochenes Display quasi von selbst die ganze Zeit irgendwo hindrückt und das Passwort mehrfach falsch eingibt. Genau aus dem Grund würde ich auch immer empfehlen, wenn ihr so ein Display habt, das Gerät nicht permanent zum Entsperren und wenn möglich auszuschalten, damit dem sowas nicht passiert. Hier ist es jetzt noch okay, jetzt müssen wir 3 Stunden warten, dann könnte man wieder auf die Daten zugreifen. Wenn das Passwort jetzt allerdings nochmal falsch eingegeben wird, dann kann es passieren, dass das Gerät komplett gesperrt ist und dann kann man zwar über... Dann können wir zwar das Gerät zurücksetzen, um das Passwort zu entfernen, die Daten gehen jedoch dabei verloren. Deswegen würde ich immer empfehlen, habt ihr so ein Display, das sich nicht mehr bedienen lässt, Gerät ausschalten, dann kann mit dem Passwort nichts passieren. Hier ist jetzt so, die Zeit 3 Stunden zum Warten habe ich jetzt nicht, um die restlichen Funktionen zum Testen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es schon passen wird, das heißt wir schalten das Gerät wieder aus und setzen die Reparatur fort. Dann nehmen wir einfach das neue Display erstmal wieder runter. Das brauchen wir erst später wieder. Wenn wir uns dann hier nochmal das Innenleben ansehen, dann müssen wir jetzt hier alles von diesem Gerät bzw. diesem Rahmen auf den neuen Rahmen übertragen. Dazu müssen wir das sämtliche Teile alles umbauen. Dazu empfiehlt sich, dass man hier so eine Magnetmatte nimmt. Da kann ich die Schrauben sortiert hinlegen und die verrutschen dann nicht von selbst. Da fange ich auch gleich mal an mit den Schrauben, die wir schon gelöst haben. Die packen wir kurz rüber. So, wie geht es hier dann weiter? Ich fange jetzt erstmal an, die ganzen Schrauben, die erreichbar sind, zu lösen und lege mir die dann sortiert zur Seite. Dazu fängt man am besten hier und bei dieser Klammer an, dass sich hier der Akkuanschluss darunter befindet.
Dann haben wir hier ganz außen von hier kommend den Akkuanschluss. Den stecken wir als erstes gleich mal ab. Dann ist die Platine schon mal stromlos und wir können hier keine Kurzschlüsse mehr machen. Und jetzt geht es dann weiter mit dem Rest. Die Hauptplatine freigelegt. Bei dem iPhone XR ist es eine Sandwich-Platine, das heißt, die besteht aus zwei Bordhälften, die in der Mitte zusammen verlötet sind. Da gibt es auch oft Probleme, wenn die Gehäuse geknickt werden und die Platine dann den Knick mitmacht, dann brechen gern mal Lötstellen zwischen den zwei Platinenhälften ab. Das ist jedoch hier jetzt nicht das Problem. So sieht dann das leere Gehäuse aus, nachdem ich alles ausgebaut habe. Die ganzen Bauteile habe ich mir hier dann auf der Magnetmatte sortiert. Da haben wir hier zum Beispiel den Akku mit der Hauptplatine, die Frontsensorik, Kamera, Frontkamera und Face-ID-Sensorik, die Ladebuchse mit dazugehöriger Antenne, Antennen im oberen Bereich des Geräts, die Hauptkamera und den unteren Lautsprecher. Dann haben wir hier noch den SIM-Kartenhalter. Und im oberen Bereich NFC-Spule, die fürs kabellose Laden gehört. Und das ist das Kabel für die Schalter links und rechts am Gehäuse. Und natürlich die ganzen Schrauben. Das Ganze bauen wir jetzt in unser neues Gehäuse ein. Thank you.
So, das Backcover ist dann für die Installation vom Display vorbereitet und ich muss nur noch das Display umbauen und programmieren. Vom Display müssen wir nur oben den Lautsprecher und einen Teil von der Face-ID-Sensorik umbauen und dann programmiere ich noch alles. So, Display ist programmiert und umgebaut. Dann müssen wir nur noch die Schutzfolien entfernen. Und dann steckt man das Display wieder an. Dann muss ich das Display nur noch ins Gehäuse einsetzen. Und abschließend noch die zwei Schrauben neben der Ladebuchse fixieren. Und unser Gerät ist wieder voll funktionsfähig. Interessiert euch jetzt noch für weitere Reparaturen? Dann habe ich hier oben noch ein Video für euch verlinkt, wie das Ganze mit dem Backcover beim iPhone 14 abläuft. Und zwar ist es da komplett anders.